Hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin der Wikinger und ich möchte mit euch etwas Banished spielen. Und zwar aus einem gegebenen Anlass. Nämlich ist vor ein paar Tagen oder Wochen mittlerweile schon auf der Seite von Black Liquid, also den Machern vom Colonial Charter Mod, ein neuer Mod aufgetaucht und zwar Mega Mod 8 nennt sich der. Es gab da schon ein paar Vorgängerversionen von und wer die kennt, der weiß, da sind einige Mods zusammengefügt worden, deswegen heißt er auch Mega Mod. Und jetzt in der Version 8, ich gehe mal hier auf Mods, da sind drei Teile eingeteilt, da ist Colonial Charter mit drin enthalten. Also da ist wirklich alles drin, was man sich irgendwie in Banished an Mods vorstellen kann. Das Ding ist einfach riesig, deswegen mussten das auch drei teilen. Ja, und den habe ich jetzt schon mal kurz angezockt und möchte euch den ganzen mal als Let's Play etwas näher bringen. Wir stellen uns auch sofort eine neue Welt. Und ihr seht schon hier, da sind neue Sachen dazugekommen im Terrain-Typ. Ich werde das natürlich nicht alles durchgehen, jetzt dafür ist es einfach viel zu viel. Ich denke, wir nehmen uns einfach eine ganz normale Map mit einem See. Das ist hier Lush Plains. Ich weiß gar nicht mehr genau, was Lush heißt. Ich glaube, sowas wie üppig. Hat der Google-Übersetzer mir zumindest gesagt. Genau, das nehmen wir uns mal. Wir nehmen eine relativ große Karte, damit wir uns auch ein bisschen austoben können. Als Klima haben wir auch mehrere Optionen jetzt dazu bekommen. Die kennt man alle schon von den Vorgängerversionen von Colonial Charter. Jetzt für die Challenger unter euch gibt es natürlich noch sowas wie Freezing oder Sibirisch oder. Wollen wir natürlich nicht machen, haben wir jetzt keinen Spaß mit. Wir nehmen mal das perfekte Klima. Was das genau ausmacht, weiß ich auch noch nicht. Aber ich denke mal, das ist ganz angenehm zu spielen und wir wollen ja auch ein bisschen was zeigen können und nicht nur am Hungertuch nagen. So, Katastrophen lassen wir auch erstmal aus. Starting Conditions machen wir auf Medium, das gefällt mir immer so am besten, obwohl da sind keine Tiere mit dabei. Ah, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Okay, Medium ist, sollte in Ordnung sein. Jetzt suchen wir uns noch einen schönen Stadtnamen aus. Die sind manchmal ganz schön lang. Ich klicke jetzt einfach noch siebenmal drauf und den nehmen wir dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lynchburn Site. Da werden wir bestimmt ganz viel Spaß haben in Lynchburn Site. Noch irgendein Map-Seed dazu. Ich nehme jetzt keinen speziellen. Ab in den Ladebildschirm. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir im Spiel angekommen sind. Und da sind wir auch schon. So, womit fangen wir an? Ich zoome erstmal ein bisschen raus. Man sieht schon, der Boden ist ein bisschen anders. Es ist eigentlich jetzt nicht der, den ich haben wollte. Ich habe ja doch was Falsches angeklickt, aber egal. Wir können ja einfach mal das zeigen. Es sieht ja auch sogar ein bisschen realistischer aus, wenn ich mir das genauer angucke. So dieses helle Grün aus dem Vanilla Banished und den anderen Mods, wo das noch nicht bearbeitet wurde. Es geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack, weil es einfach zu penetrant ist, zu grün, sieht auch nicht so natürlich aus. Ich behalte das jetzt einfach mal. Und dann zeige ich euch mal, was sich hier so geändert hat. Zeitachse hat sich nicht verändert. Hier haben wir mehrere Optionen dazu bekommen. Für das ganze User Interface. Ihr seht schon, hier sind ganz viele neue Flags von verschiedenen Items, die von Colonial Charter kommen. Die Leute von euch, die kennen das schon. Der Event Log ist natürlich auch gleich, da kann man nicht viel dran ändern. Aber den kann man sich zum Beispiel anders anzeigen lassen oder kürzer, kleiner, dass er nicht so viel Platz wegnimmt, falls ihr einen kleineren Bildschirm habt oder so. Das ist sicherlich interessant. Die Karte, ich sehe gerade, wir haben eine sehr geile Karte erwischt. Ich mag das, wenn ein großer See auf der Karte ist und der nicht so nah dran, dann kann man gar nicht rüberziehen. Ah, mit WASD war das genau. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier noch verschiedene Kartengrößen. Ja, mir gefällt die kleine hier, die auch die Standard ist. Die gefällt mir mit am besten. Jetzt ist er weg. Schiebe ich mir in die Ecke. Woanders brauche ich sie nicht. Und dann das Ganze für die Berufe. Aber auch nochmal mehrere Variationen, wo man dann durchscrollen kann. Mir gefällt für meine Bildschirmgröße auch am besten eigentlich der hier. Kann ich immer hier so unterpacken. Nimmt es nicht zu viel vom Bildschirm weg. Aber man hat eine schöne Übersicht. Ja, sonst ist hier nicht viel dazu gekommen. Falls das euch schon mal angeguckt habt, hier gibt es von Colonial Charter so eine Item-Übersicht, was alles drin war. Die ist meines Wissens noch nicht geupdatet für den Mega Mod 8. Kann ich jetzt nicht versprechen, aber ich glaube, da gab es 1, 2, 3, 4 Items, die ich hier drin nicht gefunden habe. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es noch nicht auf dem neuesten Stand ist, aber kann einem schon helfen, weil hier gibt es einfach so viel neuen Kram. Ja.
Es ist einfach so viel, dass wir einfach mal anfangen, würde ich sagen. Ich werde das Spiel ab und zu mal pausieren, weil ich einfach Gebäude suchen will, die mir gefallen, die hier reinpassen, optisch ins Setting. Ich werde auch nicht alle Gebäude bauen, manche finde ich einfach nicht hübsch. Aber da komme ich dann im Einzelnen nochmal drauf. Also ich lasse das Ganze noch kurz im Pause-Modus und fange an mit unserer Essensproduktion. Das, was ich da zuallererst immer ganz gerne mache, ist hier diese Gatherer Hut zu bauen. Das ist einfach das effektivste Gebäude, gerade zum Anfang, wenn es ums Nahrung geht. Also wenn man irgendwie Nahrung kriegen will, baut diese scheiß Sammlerhütte. Es gibt nichts Besseres, das Nonplusultra. Ich setze sie einfach mal irgendwo hin, so ein bisschen abseits von der Stadt. Ja doch, lassen wir so rum. Und daran kommt natürlich gleich ein Holzfäller. Das kann man nämlich alles auf einem Haufen bauen. Der ist hier. Gibt es auch ganz viele verschiedene, die verschiedene Bäume wachsen lassen. Der hier ist für New Trees, also nur die Bäume, die nach dem Vanilla Banish hinzugefügt wurden. Die normalen Bäume, die jetzt hier auch so zwischendurch wachsen, sind da nicht mehr bei. Nehmen einfach mal einen ganz klassischen. Gibt auch die zwei Stile von dem Haus hier. Der hier gefällt mir gerade ein bisschen besser. Das ändert sich jeden Tag bei mir. Aber jetzt gerade finde ich den schön. Den setze ich hier einfach mal mit dran, ein bisschen Abstand, damit es schöner wird. Wir wollen ja nicht alles so gedrängt haben, sondern ich bin auch so ein bisschen Schönbauer. So, nicht zu viel, aber ein bisschen darf man sicher gerne mal ausprobieren. So, dann bauen wir noch einen Weg, der hier hingehen soll. Dann nehme ich die Soil Road. Die Unterschiede werdet ihr gleich sehen. Führt direkt in die Stadt, da werden wir nachher noch eine kleine Abkürzung oder machen. Nee, das sieht doof aus. Ich mache es einfach mal so. Ich ordne mal schon ein paar Bauarbeiter dazu. Die können dann schon mal anfangen hier auf der niedrigsten Geschwindigkeit. Ah ja, wir brauchen Häuser. Da ich Medium angefangen habe, müssen wir natürlich unsere Häuser bauen. Da setze ich hier zwei, drei Häuschen in die Stadt rein. Also ins Zentrum, sage ich jetzt einfach mal. Zwei. Und hier in den Wald kommen auch noch welche rein. In den Wald baue ich ganz gerne diese Log Cabins. Die passen einfach dazu. Es gibt auch verschiedene Stile von. Finde ich, sehen einfach super aus, passen hier richtig gut rein. Hier brauchen wir zu Anfang zwei Häuser auf jeden Fall. Vielleicht sogar mehr. Ich lasse mal hier einen Platz. Rutzer Ruckler. Und hier kommt Sonnehütte hin. Lasse ich auch einen Platz dazwischen. Können wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, damit hier auch was passiert. Genau. Kleiner Tipp für alle, die vielleicht neu im Banished sind. Verkürzt eure Produktionswege. Das ist unglaublich effizient. Hier ist der Holzfäller. Das heißt, ich werde hier... Ich erkläre das gleich nochmal. Hier nicht einen normalen Stockpile, sondern nur für Holz Stockpile hinbauen. Das heißt, der Holzfäller muss nur diese kurze Strecke hier laufen, um sein Zeug abzuladen. Und genauso wird denn der Holzfäller auch hier in dem Haus einziehen. Oder in dem... Und die Bären und die Gatherer genauso, also die Bärensammler wollte ich sagen. Ja, die haben dann einfach so einen kurzen Arbeitsweg. Das spart ungemein Zeit und steigert die Produktivität enorm. Ich werde hier auch ein kleines Lagerhaus hinbauen, damit die Bärenpflücker das Zeug auch hier loswerden. Normaler Storage-Bahn ist mir noch ein bisschen zu groß, passt optisch nicht ganz so. Jetzt habe ich den natürlich ein bisschen blöd gebaut hier. Ich baue den einfach hier hinten ran. So, und jetzt seht mal zu, dass er hier in Gang kommt. Ich lasse nebenbei noch ein bisschen Holz packen. Nicht zu viel auf einmal. Dann nehme ich nur noch 30 Holz, gerade für die ganzen Bauarbeiten hier. Brauchen wir einiges. Ja, denke ich, gehe mal kurz auf Maximalgeschwindigkeit, damit es ein bisschen vorangeht. Dass es jetzt regnet, ist natürlich eher semi. Sieht man nicht ganz so schön alles. Oh, ist das Inventar hier größer geworden? Das wusste ich noch nicht. So, und sofort. Stopp. Jetzt hätte ich gar nicht pausieren müssen. Da ein paar Bauarbeiter abziehen und hier als Bärenpflücker gleich einsetzen. Und das reicht schon fast für den Anfang. Was ich sonst auch ganz gern mache, wenig Holz haben wir, ja, ich weiß. Was ich sonst auch ganz gern mache zum Anfang, ist noch zusätzlich eine Fischerhütte dazu bauen. Aber meist bin ich näher an dem großen Fluss dran, auf dem auch der Händler fährt. Das ist mir jetzt einfach zu weit weg. Und hier an dem kleinen Fluss, da lohnt sich eine Fischerhütte nicht, weil es ja einfach zu wenig Wasser gibt. Die ist da nicht so produktiv. Aber ich werde mich relativ
bald in Richtung des Sees hier vorarbeiten. Dann können wir auch einen kleinen Fischer hinsetzen. So, da haben wir gerade gesehen, dass wenig Feuerholz ist. Ja, wir haben jetzt schon kein Feuerholz mehr. Das liegt an der Medium Start Condition. Das heißt, wir müssen auch jetzt schon einen Woodcutter bauen. Fange ich auch erstmal mit dem Vanilla Woodcutter an, also das Vanilla Gebäude. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene keltischen Cutter Yard. Das ist ein neueres Gebäude. Ich weiß gar nicht, aus welchem Mod das alles kommt. Wie gesagt, ganz viele verschiedene Mods zusammengehauen. Pflanze den hier einfach mal so hin. Bisschen Platz lassen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Muss mal gucken, dass wir hier nicht zu weit in die Reichweite von dem Bärensammler reinbauen. Sonst hat er weniger Platz, um zu sammeln. Und dann wird er ineffektiv. Parallel nehmen wir hier noch ein paar Steine mit weg. So, die Häuschen sind alle fertig. Genau, jetzt können sie sich an den hier ranmachen. Fertig ist, schraube ich das Ganze mal wieder ein bisschen runter und dann können wir uns überlegen, was wir als nächstes bauen. Haben denn schon alle ein Dach über dem Kopf? Ja. Hier sind zwei Erwachsene drin, da auch, da auch. Oft Kinder, wo kommen die denn alle her? In jedem Häuschen sind jetzt zwei Erwachsene und sobald die Kinder ausgewachsen, erwachsen sind, brauchen wir wieder neue Häuser, damit sie sich mehren. Und wir unsere kleine Stadt ein bisschen ausweiten können. So, und sind schon wieder fertig mit Holzhacken, also Bäume fällen. Ist wieder ein kleines neues Gebiet ansetzen. Ja, mein Plan ist, ich habe immer so einen groben Plan. Also ich habe eine neue Karte und sehe sofort, ja, da kommt das hin, da kommt das hin. So eine grobe Idee habe ich immer. In dem Fall fällt es mir schwer, muss ich gerade feststellen. Wir haben hier relativ, was haben wir, wenig Feuerholz, ja, ist in Arbeit. Wir haben relativ viel Platz, das überrascht mich ein bisschen. So, der Gatherer schränkt mich hier ein bisschen ein. Ich schätze mal, dass ich hier oben, da wo es sich so zuspitzt, zu dieser engen Landzunge nenne ich es mal, dass ich hier nachher ein bisschen Industrie hinmache und so Baumaterialien produziere, sowas wie Ziegel und Glas, vielleicht auch die Sägemühle hier irgendwo ransetze. Ich kann ja den kleinen Fluss bestimmt auch ran. Die brauchen wir auch relativ bald, weil anders kriegen wir keinen Lumber, also diese Bretter. Die braucht man für relativ viele Gebäude und auch für die Gebäude, die dann ein bisschen hübscher sind. Aber vorher wird auf jeden Fall noch Stein uns immer mal wieder nerven. Wir werden ständig Steinmangel haben, das ist einfach so. Bis man irgendwann mal eine Mine gebaut hat, also einen Steinbruch. Aber seit Colonial Charter hat man ja die Möglichkeit, diese Ressourcen unendlich zu bekommen, ohne den Platz für die ganzen ausgelutschten Steinbrüche und Minen zu verschwenden. Banished in der Vanilla-Version hat ja das Problem, oder es ist ja auch realistisch, dass wenn man eine Mine gebaut hat oder einen Steinbruch und die dann irgendwann keine Ressourcen mehr geben, weil sie einfach leer sind, dass man es nicht abreißen kann, das Gebäude. Das heißt, du hast dann ein großes Loch im Boden. Ist ja auch in Natura so. Große Tagebauten, wenn die ausgelutscht sind, bleibt ein Loch. Ja, was damit machen? Werkzeuge haben wir noch 28. Da muss man auf jeden Fall immer ein Auge drauf haben. Denn nach meiner Erfahrung hat man fast schon. Also, es geht auch ohne Werkzeuge. Es ist sehr unproduktiv und sobald man da größere Arbeitswege hat, kommt man an krasse Probleme. Also, das ist echt nicht gut ohne Werkzeuge. Immer ein Auge auf eure Werkzeuge haben. Wenn die erstmal ausgegangen sind und dann selbst irgendwann der Werkzeughersteller kein Werkzeug mehr in der Hand hat, das ist wie ein Teufelskreis. Man kriegt keine neuen Werkzeuge für den Werkzeugmacher, der es schneller machen könnte. Damit kriegen auch die anderen keine Werkzeuge. Also, da sind mir schon ein paar Spielstände dran flöten gegangen an dem Problem. Ich habe jetzt selber auch nicht so mega viel Erfahrung in Banished. Aber das weiß ich. Das geht nicht gut. So. Die Bauarbeiter haben nichts zu tun. Dann müssen wir ein paar neue Häuschen bauen. Jetzt haben wir ein paar Steine gesammelt, dann können wir auch ein paar wärmere Häuschen bauen. Dann hier kommt eine Brücke hin, deswegen mache ich ein bisschen mehr Platz. Gucken wir mal.
Ein paar Seeds haben wir schon von Anfang an standardmäßig. Mache ich hier einfach mal weiter ein paar Felder. Eine gute Größe ist 11x11. Dazwischen lasse ich ein bisschen Platz. Erkläre ich noch warum. So, jetzt mache ich erstmal einen Weg hier zwischen. Es gibt auf den Feldern die Option, dass die geernteten Sachen entweder sofort von den Farmern weggetragen werden oder von den Laborern, von den Freien. Das heißt, die Farmer ernten alles ab und droppen das entweder auf dem Feld, bei manchen Früchten ist es neben dem Feld. Deswegen lasse ich da einen Platz, weil auf den Gehwegen kann das meines Wissens nach nicht aufgedroppt werden. Und das führt dann zu Problemen beim Abtransport. Kann sein, dass es mittlerweile auch geändert wurde. Bin mir da nicht 100% sicher. Ich habe gerade gesehen, ich habe diese Waldstraße hier bis ins Dorf reingezogen. Das wollte ich gar nicht. Aber gut. Vielleicht bauen die da jetzt drüber. Ich hoffe mal. So, was haben wir denn? Wir haben ein Getreide. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt ist es Winter. Das heißt, im nächsten Frühling können sie anfangen, hier auf dem Acker zu ackern. Getreide kann man nämlich Mehl draus machen und dann kann man Zeugs backen. Das ist super. Man braucht dafür die Produktionskette relativ viele Arbeitskräfte. Aber wenn man die erstmal stehen hat, dann läuft's. Dann muss man sich nicht so schnell wieder Gedanken um die Nahrungsproduktion machen. Und hier Parsnips. Was braucht man noch? Werkzeuge ist das nächste Thema, genau. Ich setze das Limit für Feuerholz mal ein bisschen hoch, dass wir einen kleinen Puffer haben. Und dann können wir uns schon langsam daran machen. Ich lasse hier einfach mal hier das Eisen wegnehmen. Und dann Werkzeuge brauchen wir Eisen und Holz. Eisen kann man so nicht abbauen, man baut nur Eisenerz ab. Ein bisschen haben wir standardmäßig von Anfang an. Wie machen wir das am besten? Wir gucken einfach mal hier rein. Also, Eisen abbauen müssen wir noch nicht, weil wir hier so viel Eisenerz haben. Das heißt, wir brauchen... Was brauchen wir denn? Wir brauchen den Schmied. Hier ist er. Tools und Forge. Da die Stadt später eh größer wird, bin ich ein Fan davon, gleich auch die großen Gebäude zu bauen. Ich sehe gerade, hier brauchen wir das Lumber für... Ja, wir müssen, da kommen wir nicht dran vorbei, erstmal diese Sägemühle bauen. Ich baue gerne die Wasservariante, um mir an Land ein bisschen Platz zu sparen. Jetzt sind wir hier hin. Echt teuer, 80 Holz ist nicht wenig. Ich baue die gerne als Wasservariante, die gibt es auch als Landvariante. In der Beschreibung steht, die ist nicht ganz so effektiv. Ich habe es aber selber noch nie ausprobiert. Was hat man denn hier? Lumbermill. Von Waterwheel Sawmill. Kann auch sein, dass ich das gerade ein bisschen durcheinander haue. Dass die beide gleich effektiv sind, aber die ist auch einfach nicht hübsch. Die passt hier nicht rein. Also, was heißt nicht hübsch? Die passt einfach nicht zu dem Gebäudestil, den ich gern mag. Ja, okay. Also den Weg hat er nicht überschrieben hier. Na gut, soll uns erstmal nicht weiter stören, sondern mal ein bisschen Platz für alle haben. Die Wege kommen später. So. Die Bauern fangen auch an zu ackern, das ist sehr schön. Da bauen wir denen noch ein kleines Steinhütchen hier hin. Ach, hier ist die andere. Genau. Für immer Wohnraum für alle haben. Ein bisschen Platz lassen. Und wenn wir dann irgendwann soweit sind, die Steine kommen, können wir auch... Ne, die sind jetzt hier noch beschäftigt. Ah gut, das machen sie schon. Dann können sie danach gleich noch ein paar Steine abbauen. Hier drüben sind so viele Materialien. Ich werde auch einfach mal gleich eine Brücke bauen, damit die demnächst darüber können und die anderen Sachen abbauen. Bin ich zum Glück mal an so einem kleinen Fluss gelandet. Da kann man auch mal so eine ganz simple Brücke hier bauen. Die fand ich sowieso immer ganz schick. Aber an den großen Flüssen sehen die einfach nicht gut aus. Quick Plank. Sie funktioniert mit den großen Flüssen, aber es
sieht einfach nicht so natürlich aus. Dann kann ich jetzt endlich mal die hier ausprobieren. Ich mache hier drüben auch gleich noch eine, damit ich mal wissen will, wie die aussieht. Und es gibt auch mega viele neue Brücken, also kann man sich dumm und dämlich bauen. Was haben wir hier? Es gibt sogar ganze Komplexe, die man mit auf Brücken raufbauen kann. Hier ist zum Beispiel Stone Bridge House, Stone Bridge Over House, also so als Tunnel unter dem Haus durch. Das ist alles nur für Brücken gedacht, dass man richtig dicke Brücken bauen kann. Es gibt wahrscheinlich auch andere Kartentypen, die dafür besser geeignet sind, wo dann ganz viel Wasser drauf ist und vielleicht hat man so eine Landinsel in der Mitte, dass man dann eine Burg drauf bauen kann und da sind so eine lange Brücke hinführt mit Häusern dran und einem Wachturm etc. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Es gibt einfach so viele neue Sachen. Wahrscheinlich könnte man in einen Spielstand über 100 Spielstunden stecken und hätte noch nicht alle Gebäude gebaut. Jetzt brauchen wir gleich einen zweiten Woodcutter, damit der eine von denen genau hier Lumber machen kann. Und dafür werden wir richtig viel Holz brauchen. So, wie siehst du denn aus? Zeig dich mal. Das passt doch. Genau. Werkzeuge nur noch 17. Müssen wir uns langsam ranhalten. Wahrscheinlich muss ich doch erstmal einen kleinen Schmied bauen, der ohne Lumber aufzubauen geht. Der ist aber teuer. 89 Stein. Gar nicht so groß das Haus. Warum haben die das so teuer gemacht? Na gut. Bauen wir erstmal das, ich nenne es immer Vanilla-Schmiedgebäude, also was von dem normalen Banished ohne Mods rüberkommt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Industrie wollte ich hier hinten machen. Dann fange ich das schon mal an, grob in die Richtung zu bauen. Dann mache ich hier den Schmied hin. Kommt ein Weg lang. Und hier kommt auch ein Weg. Und auch wieder Arbeitswege verkürzen und hier gleich, der stellt Construction Material her, setzen wir ihn gleich, dann machen wir auf der Seite, setzen wir ihn gleich das Lager dafür vor die Nase und der braucht natürlich ganz viel Holz, setzen wir ihm hier den Holzvorrat vor die Nase, kann er sich da bedienen, dann verarbeitet es hier drin und kann es gleich hier ablegen. Arbeitswege verkürzen, Produktionszeiten optimieren. So, da fahren wir gleich unsere erste Ernte. Ja, unsere erste Ernte fahren wir hin. 90%, 99%. Ja gut, das eine wird sogar ein bisschen schneller fertig als das andere. Das heißt, die können dann nacheinander abgearbeitet und weggetragen werden. Perfekt. Hallo? Ach, jetzt weiß ich, was hier komisch dran aussieht. Das hier lasse ich mir sonst immer anzeigen. Ich gucke mir sonst nie das Inventar an, was hier drin ist. Deswegen war ich vorhin verwirrt beim Holzfäller. Na klar, ich gucke mal an, wie viel produziert wird. Es scheint mir gerade gar nicht so viel, obwohl hier drei Leute arbeiten. Die wohnen auch alle in der Nähe. Ich sehe gerade, hier sind ganz viele Erwachsene in einem Häuschen. Was heißt, wir müssen expandieren. So, die sind hier noch am Steine kloppen. Deswegen wird auch gerade nicht weiter gebaut, weil alle noch beschäftigt sind. Dabei haben wir vier von den Leuten. Ich setze hier mal noch einen drauf. Obwohl. Ah doch, ich habe genug Leute. Und mein nächster Schritt wird sein, nachdem ich den Schmied fertig habe, eine Schule zu bauen. Kann ich jedem nur empfehlen, so früh wie möglich in einem Spielstand eine kleine Schule mindestens schon mal zu bauen, weil es echt auch einen großen Unterschied macht, ob eure Leute educated, also gebildet sind oder nicht. Ich weiß gar nicht, wie hoch der Prozentsatz ist, aber es würde mich nicht wundern, wenn es so 50, irgendwas zwischen 50 und 100% sind, was sie dann in Produktivität mehr haben. Müsste ich nochmal nachlesen, weiß ich nicht aus dem Kopf. Und dafür sind sie zwar später erwachsen, aber es haut richtig rein. Es lohnt sich auf jeden Fall, dann hat man ein paar Ingame-Jahre, die sieht man hier oben angezeigt. Jahr 2 sind wir jetzt. Hat man so ein paar Ingame-Jahre, die man warten muss, bis neue Erwachsene nachkommen. Tiny School. Aber das Warten lohnt sich, weil die Leute, die danach rauskommen, arbeiten einfach tausendmal besser. So.
Ist das auch das Vanilla-Schulhaus? Und da habe ich auch noch nichts so richtig gefunden, was besser ins Early Game passt, rein optisch, als dieses kleine Schulhaus hier. College ist für später. Das ist einfach noch zu groß. Jetzt kostet auch 84 Stein. Auch ganz schön Holz. Hier brauchen wir 55 Holz für. So viel haben wir gerade nicht mal. Dafür haben wir schon 75 Lambach. Na gut, jetzt lassen wir erstmal den Schmied fertig bauen. Wir haben nur noch 10 Werkzeuge. Das muss jetzt langsam mal losgehen. Wenig Loks. Ja, ja, ich weiß. Wir können schon mal hier drüben anfangen, die Bäume wegzunehmen. Mir fällt gerade auf. Ich hab was vergessen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ich heb mir immer einen kleinen Platz so relativ mittig vom Startgebiet auf, wo ich dann den Markt hinbaue. Wo die Leute sich ihre Waren holen können, alles was sie brauchen. So einen hier zum Beispiel. Dann habe ich jetzt genau das Feld hier drin. Und hier fängt schon der Sammelbereich vom Gatherer an. Nee, das wollte ich nicht machen. Ich wollte mir den mal anpinnen, dass der Bereich angezeigt bleibt. Und dann gucken, wo ich den Markt hinbauen kann. Ja, ich muss das Feld hier nochmal wegnehmen, aber wahrscheinlich erst nach der nächsten Ernte. Jetzt ordnen wir hier erstmal schnell jemanden zu, dass Werkzeug produziert wird. Setzen das Limit auch gleich ein bisschen höher. Bevor wir uns wieder einen kleinen Puffer aufbauen. Also den werde ich später wegnehmen hier. Also das Feld. Dass ich hier den Markt hinsetzen kann. Ist einfach das Beste von der Lage her. Ich will es nicht zu weit weg hier unten in die Richtung bauen. Weil ich demnächst auch hier drüben ein paar Sachen aufbauen werde. Und ich möchte, dass der erste Markt möglichst viele Häuser mit einmal abdeckt. Später braucht man auf jeden Fall mehr. Aber der erste soll schon mal relativ zentral und für fast alle erreichbar sein. So, Feuerholz haben wir erstmal genug. Dann wird jetzt auch kein Holz weiter verbraten. Und alles, was neu reinkommt, geht entweder in die Lumberproduktion oder als Baumaterial direkt. Noch ein Holzfäller dazu, damit er ein bisschen fleißiger wird. Ein paar Steine brauchen wir auch gleich wieder. Und dann brauchen wir auch langsam jemand, der uns neues Eisen schmilzt. Ja, das wird jetzt alles aufgebaut und in neue Werkzeuge verwandelt. Aber irgendwann haben wir nur noch Eisenerz übrig und kein neues Eisen. Das gibt es nämlich hier. Refined Resources, also verarbeitete Ressourcen, Materialien, wie auch immer. Ach genau, hier war der Unterschied. Das ist das gleiche wie mit der Sägemühle. Die kann man einmal im Wasser, einmal an Land bauen. Das gleiche ist auch, ne, war schon richtig hier, Forge und Foundry. Jetzt klingelt mein Handy, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Musste mal kurz ans Handy gehen. Die Holde Maid hat angerufen. Ich werde gleich die Familie abholen, aber die Aufnahme hier, die mache ich natürlich noch zu Ende für euch. Wir sind auch gerade bei einer halben Stunde Aufnahmezeit angekommen. Ein paar Minuten mache ich noch. Wo war ich da stehen geblieben? Genau, ich wollte Eisen schmelzen. Forge und Foundry, genau. Das eine ist ein bisschen effektiver als das andere. So steht es zumindest hier drin. Slightly more efficient than the Forge. Also die Foundry ist besser. Die wird auch am Wasser gebaut. Halt andersrum, so rum. Es passt super, dass ich das hier hinbauen kann. So, kommt da die Foundry hin. Die verwandelt mittels Brennstoff Eisenerz in Eisen. Heißt, wir brauchen Brennstoff. Ich glaube, die funktioniert nur mit industriellem Brennstoff, also Industrial Fuel. Englisch Aussprache ist schwierig. Hier ist er. Haben wir momentan 0 von, ist klar. Hat man von Anfang an nicht. Muss man erst machen. Gibt es verschiedene Varianten. Ich denke mal, ich werde die Variante aus Kohle nehmen. Das heißt, ich baue hier noch eine Brücke hin. Mache hier eine Eisenmine, also eine Eisenerzmine und eine Kohlemine. In der Kohlemine, neben der Kohlemine
Neben die Kohlemine. Deutsch ist auch schwierig. Oh mein Gott. Du machst mal Stopp. Neben die Kohlemine kommt dann die Fuel Refinery hin. Genau die hier. Um die Kohle in industriellen Brennstoff umzuwandeln. Ich baue erst die Brücke, sonst müssen sie einen riesen Umweg laufen. Ich wollte mal gucken, wie die andere aussieht. Ach Gottchen. Das ist ja... Nee, das ist mir nix. Die mag ich nicht. Das sieht mir viel zu so hingeklatscht aus, als hätte es auch zufällig entstanden sein können. Ein bisschen unsicher. Hier sollen ja wichtige Güter transportiert werden. Da darf schon ein bisschen was Handfesteres sein. Welche hatten wir denn? Hier hatten wir eben. Probieren wir doch jetzt mal. Oh, die ist schon fertig. Sehr interessant. Wenn wir hier direkt so ranbauen. Ich weiß nicht, ob die mit ins... Hier kommt ja das große Rad noch hin, das Wasserrad. Die dann da stört. Bauen sie einfach einen daneben. Aber so rum dann. Genau. Jetzt haben wir einen Arbeitslosen, der nicht weiß, was er machen soll. Den nehmen wir mal hier weg. Wir haben jetzt nämlich erstmal genug Lumber. Der kann wieder anderen Arbeiten nachgehen. Zum Beispiel ein paar Bäume fällen. Hier drüben auch. Und Steine werden wir noch lange, lange brauchen. So, 44 Werkzeuge haben wir erstmal wieder. Da brauchen wir uns so schnell keine Gedanken drum machen. Zumal es hier ja weitergeht gerade. Jetzt brauchen wir die Minen. Die sind hier. Und zwar einmal eine Kohle und einmal eine Eisenmine. Hier hat man jetzt natürlich noch die älteren Varianten, die man in einen Berg rein... Ja doch, den baut man auch in einen Berg rein. Ich habe natürlich jetzt einen Map-Typ ausgewählt. Berge sind eher schlecht. Natürlich haben wir... Ratter. Hier am Kartenrand Berge. Sind ja standardmäßig da, weil so immer die Karte begrenzt ist. Aber die bringen uns nicht viel. Weil da hinten wollen wir nicht hinbauen. Was ist mit dir los? Achso, er arbeitet jetzt hier. Stimmt, ich brauche einen zweiten Schmied. So, du machst Eisen aus Furnace Fuel, genau. Ich überschlage mich schon wieder in meinen Gedanken. Die Mine, ich wollte eine Mine bauen, genau. Im Berg geht nicht, weil Berge fehlen. Genauso wie die großen hier. Das sind ja die aus dem normalen Vanish, ohne Mods. Das heißt, wir bauen eine Mine gerade runter. Iron and Coal. Davon brauchen wir zwei Stück. Eine, die Kohle macht, die kommt hier drüben hin. Und eine, die Eisen macht, die mache ich einfach mal hier hin. Nicht ganz nah ans Wasser ran, dass wir dran vorbeibauen können. Also einen kleinen Weg lang. Frohes Schaffen, meine Bauarbeiter. Was brauchen wir dafür? 65 Holz jeweils. Wie Sie sehen, wir haben zu wenig. Also fleißig Bäume hacken. Ich weiß, dass du noch nicht arbeiten kannst. Dir fehlt noch was. Der kommt ja auch nicht so richtig voran. Fürs Essen müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen. Wir müssen daran denken, wenn das Feld hier abgeerntet ist, dass wir das bald wegnehmen. Und dann werden wir danach ein paar Steinchen ansammeln und unsere Häuser hier verbessern. Die Holzhäuser werden wir bald zu Steinhäusern machen. Dann brauchen wir auch nicht mehr so viel Brennstoff über den Winter. Also das Feuerholz für die Häuschen. Das frisst sonst nämlich ganz schön viele Bäume auf. Bäume sind erneuerbare Ressource, auch in Banished. Aber wenn man die Arbeitskraft nicht dafür verschwenden muss, kann man sie natürlich gerne an anderer Stelle einsetzen. So. Ihr seht ja jetzt, das Wasserrad guckt hier ein bisschen raus. Ich glaube, das wäre nicht cool gewesen, wenn wir die Brücke ganz nah rangebaut hätten. Also haben wir gut gemacht. Können wir uns auf die Schulter klopfen. So. Klack, 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 klack. Hier wohnen immer noch ganz viele Leute. Hier wohnen mittlerweile schon 4 Erwachsene in einem Häuschen. Ist momentan gar nicht mal so schlimm. Das ist ein ganz komplexes Thema. Darauf zu achten, wie die Leute sich reproduzieren, wie da neue Kinder kommen, wann neue Kinder kommen, wie viele, ob man die alle unterbekommt. Wenn man stetig von Anfang an sich durch das Spiel durchkämpft und immer weiter baut und ein paar neue Häuser, dann hat man immer mal wieder Phasen, wo man ganz viele Häuser auf einmal baut. Und das führt zu dem Problem, dass später,
weil dann ja gleichzeitig relativ viele neue Kinder geboren werden, weil die alle gleichzeitig die neuen Häuser einziehen und gleichzeitig ein bisschen sich lieb haben. Und dann kommen gleichzeitig neue Kinder raus und die werden irgendwann gleichzeitig alle alt und sterben alle auf einmal. Und wenn man damit nicht rechnet, kann man damit schnell überfordert sein mit der Situation. Deswegen würde ich an der Stelle jetzt sogar das ein bisschen so belassen, dass wir nicht so schnell neue Häuser nachbauen, um den Effekt, den ich gerade beschrieben habe, ein bisschen vorzubeugen. Macht das immer keinen Spaß, wenn man an der Stelle angekommen ist. Dann muss man. Es ist ja kein Problem, man hat weniger Leute, die insgesamt weniger essen, also kann man hier und da wen abziehen. Aber das Ganze auszubalancieren, wo man denn wie viele Arbeitsplätze wegnimmt, welche Gebäude man kurz stilllegen muss, das ist immer ein bisschen nervig. Das nimmt so den Spielfluss raus. Also der Spielstand ist deswegen dann nicht verloren und man hat nicht gegen die Härte des Spiels verloren. Man kann immer noch weiterspielen, man muss sich halt quasi ein bisschen zurücknehmen und dann wieder neu aufbauen. Aber schön ist es nicht und deswegen versuchen wir dem Ganzen gleich ein bisschen vorzubeugen. So, und an der Stelle würde ich jetzt einfach mal einen Cut machen. Wir merken uns, was wir machen wollen fürs nächste Mal. War gerade mal der Anfang des Spiels vom Megamod selbst. Ich habe ein bisschen erklärt, was da jetzt reingehört. Ich werde in die Infobox nochmal einen Link dazu packen, wo ihr den runterladen könnt, den Megamod. Und eine Liste, wo drin steht, was für Mods alles darin enthalten sind. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Wikinger. Ciao, ciao.